Herzlich willkommen zu Teil 3 von den Point Fight Kampftaktiken. Ich habe heute für euch den Rhythmusbruch nochmal. Wir hatten den schon mal angesprochen in unseren 10 Teilen der Technik. Jetzt möchte ich aber nochmal mehr darauf eingehen. Und zwar gibt es die Situation, dass wir im Kampf stehen. Jeder hat seinen bestimmten Rhythmus. Ihr seht, Olli und ich verlagern das Gewicht nach vorn und hinten. Teilweise hier, das hat sich schon super eingespielt gerade. Wir machen immer 1, 2, gehen einmal rum. 1, 2, gehen einmal rum. Ja? Das ist natürlich sehr berechenbar. Euer Gegner wird euch in 0, nichts gelesen haben. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr diesen Rhythmus ab und zu brecht. Das bedeutet, aus eurem normalen Takt raus. Und dann könnt ihr auch eine Technik starten. Ihr könnt mit Verzögerungen arbeiten zum Beispiel. Wenn man das aus meiner Sicht sieht, weiß man wirklich nicht, wann sie angreift. Irgendwie müssen wir euch das auch mal näher bringen, wie das aus meiner Ansicht so aussieht. Machen wir auch. Machen wir auch. Genau, also mit Verzögerung arbeiten. Ja, zack, da war er drin. Also Rhythmusbruch ist tatsächlich sehr schwer zu lesen. Ne? Sie kann das ja einmal, zweimal, dreimal machen, man weiß einfach nicht, wann kommt die Angriff. Ne? Macht sie sehr gut. Ne? Ist immer wieder schön. Das ist der Rhythmusbruch. Ja. Übt das mal, ein bisschen aus eurem Trott rauszukommen. Also quasi aus der Beinmuskulatur, ne? Immer wieder dieses Antäuschen und vielleicht doch starten. Ja. Bis bald.